Eins ist klar, Kryptos sind die Zukunft. Doch wie sieht diese Zukunft aus? Es gibt ein einziges Wort, welches uns sagt, wie diese Zukunft aussieht. Welches uns sagt, welche Kryptos in der Zukunft dominieren werden und den Preis dadurch stark ansteigen werden. Auf welche Kryptos man langfristig setzen sollte. Dieses Wort ist Nutzen. Hypes und Memes sind kurzfristig witzig und können viel auslösen, doch mit der immer weiter voranschreitenden Adoption der Kryptowährungen und der Implementierung dieser in unser normales Leben in der Zukunft wird es darum gehen, welche Kryptos uns wirklich einen echten Nutzen geben können und werden. Ob dem kleinen Bürger, ob dem wohlhabenderen Investor, ob dem Milliardär, ob der Firma, ob der Nation. Diese heutige Top 10 wird deshalb stark dominiert von Kryptos, die einen starken Nutzen haben und diesen bereits teilweise sehr gut umsetzen. Keine Hypes, keine Meme-Kryptos, keine allzu große Spekulation. Sackstarke Projekte mit sackstarken Teams und Fortschritten dahinter. Für diese Kryptos sehe ich zudem spezifisch ein möglicherweise starkes 2023 und allgemeine Zukunft in diesem Raum, was sich natürlich langfristig auch im Preis dann widerspiegeln wird. Dieses Video repräsentiert einzig und allein meine eigene Meinung basierend auf meiner Erfahrung in diesem Markt, meinen Recherchen und natürlich meinen eigenen Erwartungen, also seid mir nicht böse, falls eure Lieblingskrypto in dieser Liste nicht vorkommt. Kommentiert stattdessen sehr gerne, welche Krypto in diese Liste gehört oder welche Krypto ich mir allgemein mal genauer anschauen sollte. Ansonsten würde ich sagen, hinterlasst doch sehr gerne ein Like, um mich zu unterstützen und abonniert diesen Kanal für weitere solcher Videos und konstanter Begleitung in diesem nervenaufreibenden Markt. Hier wird es immer um Kryptos gehen und ihr werdet vollständig abgedeckt sein mit den wichtigsten Informationen. Bevor wir zur ersten Krypto kommen, ein paar Nennungen, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, aber dennoch eine Nennung wert sind. Ethereum, BNB, Polygon, Polkadot und Phantom. Kommen wir zur Nummer 1, Algorand. Algorand ist ein dezentralisiertes Netzwerk, das das Blockchain-Trilemma lösen soll. Geschwindigkeit, Sicherheit und Dezentralisierung gleichzeitig. Algorand ist ein auf Zahlungen fokussiertes Netzwerk mit schnellen Transaktionen und einem starken Fokus auf das Erreichen einer nahezu sofortigen Finalität. Das bedeutet, dass mehr als 1000 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet werden und eine Transaktion in weniger als 5 Sekunden abgeschlossen ist. Algorand gilt als ISO 20022 konforme Kryptowährung, weshalb die Zukunft hier nochmal möglicherweise noch goldener aussieht, da sie die Voraussetzungen erfüllt, um zum zukünftigen weltweiten Zahlungssystem dazu zu gehören. Und man sollte nicht vergessen, dass ISO 20022 Anfang 2023 an den Start gehen soll. Extrem beeindruckend ist auch, wie viele starke Partnerschaften Algorand hat und wie leise und ohne Hype es seine Arbeit einfach fortsetzt, ohne sich durch den Lärm der Bullrun-Gier oder Bärenmarkt-Angst stören zu lassen. Algorand wurde zum Beispiel erst kürzlich als öffentliche Blockchain ausgewählt, um eine innovative Plattform für digitale Garantien zu unterstützen, die in Italiens Banken und Versicherungsmärkten eingesetzt werden soll. Als zweites Quant. Genauso wie Algorand ist Quant eine ISO 20022 konforme Kryptowährung und erfüllt alle Voraussetzungen, um möglicherweise in der Zukunft der weltweiten Zahlungen eingesetzt zu werden. Quant wurde im Juni 2018 eingeführt und gilt als Overledger mit dem Ziel, Blockchains und Netzwerke auf globaler Ebene zu verbinden, ohne die Effizienz und Interoperabilität des Netzwerks zu verringern. Quant ist als Kernkomponente bei der Einführung des neuen ISO 20022 Finanzsystems vorgesehen. Es ist das erste Projekt, das das Interoperabilitätsproblem durch die Schaffung des ersten Blockchain-Betriebssystems löst. Denn ihr müsst euch Blockchains und Kryptos wie Programme vorstellen oder Apps und Quant als eine Art Betriebssystem wie Windows oder Linux. Extrem wichtig und in einer Zukunft, wo Nutzen gefragt sein wird bei Kryptos und nicht mehr Hypes, könnte Quant ein absoluter König sein. Die dritte Krypto, Cardano. Für mich ist Cardano die Zukunft der Krypto-Ökosysteme. Das ist natürlich jedermanns Geschmackssache, doch was mich bei Cardano seit Jahren überzeugt, ist ihre fleißige, unermüdliche Arbeit, ihre absolute Spitzenprofessionalität, gepaart mit ihrem maximalen Wert auf Sicherheit. Etwas, wovon sich die Branche eine Scheibe abschneiden sollte. Habt ihr jemals von einem Hack oder einem Exploit auf Cardano gehört? Ist das Cardano-Netzwerk jemals ausgefallen oder wurde gestoppt? Jegliche negative News, die es zu Cardano in diesem Jahr gab, hatten mit einer einzigen Verschiebung zu tun und diese wurde damit begründet, dass man nach dem Luna-Debakel und den ständigen Solana-Hacks einfach mehr Wert auf Sicherheit legen wolle, da im Endeffekt Milliarden von Geldern der Nutzer davon abhängen. Also vollkommen richtig und meiner Meinung nach nicht kritikwürdig.
Cardano ist ständig am Dominieren, was die Netzwerkaktivität und die GitHub-Einträge angeht. Wir haben hier einen Ethereum-Mitbegründer als Boss, der die Probleme von Ethereum damals erkannt hat und sich deshalb dazu entschieden hat, etwas zu machen, was viel besser sein soll und die bisherigen Fortschritte beweisen, dass man auf dem besten Weg ist für solch eine Zukunft. Viertens, Bitcoin. Zu Bitcoin muss und werde ich nicht viel sagen, da in praktisch jeder Kryptoauflistung von mir Bitcoin vorkommt. Für mich die mit Abstand sicherste Investition im Kryptomarkt, die man nur tätigen kann und auch die einzige Krypto, wo ich mit vollem Selbstbewusstsein sagen kann, dass sie Pflicht ist im Portfolio. Wer Bitcoin besitzt, dem ist Gewinn langfristig sicher, meiner Meinung nach. Natürlich braucht man jedoch auch das Durchhaltevermögen und die Ausdauer, das gilt aber für alle Investitionen. Die Nummer 5 Trust Wallet Token. Diese Krypto ist spezifisch für das Jahr 2023 meiner Meinung nach eine möglicherweise rentable Investition. Ich sehe im Jahr 2023 nur noch mehr Wichtigkeit auf Selbstverwahrung von Kryptos gelegt. Doch nicht jeder möchte sich für ein paar hundert Dollar einen Ledger holen, weshalb die nächstbeste Option eine Krypto-Wallet sein wird. Und die größte und sicherste Option wäre hier die Trust Wallet, die vollständig Binance gehört. Diese Krypto sah schon ordentlicher Anstieg in diesem Jahr und stieg sogar bereits über 2,5 Dollar. Das erste Mal habe ich sie bei 0,8 Dollar vorgestellt, ein paar Wochen bevor FTX kollabiert ist und was danach passiert ist, weiß ja jeder. Trust Wallet hat mehrere 100% plus gemacht und solche Anstiegsmöglichkeiten sehe ich auch im Jahr 2023, wobei natürlich hier viel Spekulation dabei ist. Die sechste Krypto, HBAR. Hedera Hashgraph ist das meistgenutzte nachhaltige öffentliche Netzwerk für die dezentralisierte Wirtschaft, das es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglicht, leistungsstarke dezentrale Anwendungen, also DApps, zu erstellen. Das einzigartige Merkmal von Hedera Hashgraph ist der Mechanismus, der für die Gruppierung von Transaktionen verwendet wird, ein Hashgraph. Es wird behauptet, dass Hedera dadurch mehr Transaktionen kostengünstiger verarbeiten kann als bestehende Blockchains. Der Hashgraph ist ein patentierter Algorithmus und ist derzeit die einzige Kryptowährung mit einem solchen Patent. Auch HBAR ist Teil der ISO 20022 konformen Kryptowährungen und hat alleine dadurch schon das Potenzial auf eine sehr goldene Zukunft. Nummer 7 XRP. Der XRP-Fall wird im Jahr 2023 enden, das steht fest. Ob Sieg oder Niederlage oder Settlement, es steht auch fest, dass XRP nach dem Fallende einen riesigen Klotz vom Bein haben wird. Alleine deshalb sehe ich für XRP ein möglicherweise sehr gutes Jahr 2023. Denn noch eines steht auch fest, selbst wenn Ripple den Fall verliert, ist das natürlich nicht das Ende. Das XRP-Ledger ist eine quelloffene, erlaubnisfreie und dezentralisierte Technologie. Ripple ist ein globales Zahlungsnetzwerk und hat auch viele große Banken und Finanzdienstleister als Kunden gewonnen. XRP ist eine digitale Währung und dient als Brückenwährung zu anderen Währungen, vor allem für grenzüberschreitende und internationale Überweisungen. XRP gilt als Flaggschiff der ISO 20022 konformen Kryptowährungen und da 2023 das Startjahr von ISO 20022 sein wird, könnte XRP zusammen mit einem Ende des Falls hier extrem viel Punkte sammeln. Nummer 8 VeChain. VeChain ist eine meiner absoluten Lieblinge. Genauso wie Cardano ist man still und leise am Performen und Fortschritt nach Fortschritt am Erzielen. Würde man die ganzen Errungenschaften von VeChain aufzählen, würde man denken, sie sei eine Top 10 Krypto. Dabei ist sie noch nicht mal in den Top 30. Genau hier liegt nämlich die größte Stärke von VeChain. Hier haben wir eine extrem unterbewertete Krypto, die meiner Meinung nach jedoch einen der stärksten Use Cases überhaupt hat und diesen auch in der echten Welt umsetzt mit Partnerschaften, die VeChain richtig nutzen. Eine meiner absoluten Favoriten seit Jahren, der mir bereits immense Gewinne beschert hat und natürlich kaufe ich diese Krypto auch aktiv nach in diesem Bärenmarkt. Ein VeChain macht Dinge, das war die Schlagzeilen oder die Kurse, kurzfristig nicht groß bestimmt, dies jedoch in Zukunft ganz sicher tun wird und dann in einer Zeit, wo Kryptos nur noch wegen ihren Nutzen steigen werden und nicht wegen Hypes. Nummer 9 Alchemy Pay. Alchemy Pay hat wahrscheinlich mehr Partnerschaften als ich T-Shirts in meinem Leben hatte. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Alchemy Pay ist eine so unglaublich gute Krypto mit reinen Vorteilen und praktisch keinen Nachteilen. Jede Firma, jedes Ökosystem, jeder Zahlungsanbieter und praktisch jeder Player, der irgendetwas im Bereich Fiat- und Kryptozahlungen anbietet, der hat nur Vorteile mit Alchemy Pay. In einer Welt, in der die Verwendung von Kryptowährungen zunimmt, möchten die Menschen ihre Kryptowährungen für Waren und Dienstleistungen ausgeben. Allerdings sind nicht so viele Unternehmen bereit oder in der Lage, Kryptos als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Alchemy Pay löst dieses Problem und bietet es ganz einfach jedem an,
ohne große Schwierigkeiten. Nummer 10 Chainlink. Chainlink ist eine Kryptowährungs- und Technologieplattform, die es nicht Blockchain-Unternehmen ermöglicht, sich sicher mit Blockchain-Plattformen zu verbinden. Mit der Link-Währung von Chainlink werden die Betreiber des Chainlink-Netzwerks bezahlt und die Smart-Contract-Vereinbarungen des Netzwerks besichert. Unternehmen, die Chainlink nutzen, können auf jedes größere Blockchain-Netzwerk zugreifen, einschließlich Ethereum und Solana. Ein super Kommentar, den ich bezüglich Chainlink von einem Twitter-Nutzer gesehen habe, ist folgender. Und dieser Kommentar trifft eigentlich auf die meisten Kryptos aus dieser Liste zu. Diese Krypto macht nichts Aufsehenserregendes, was Hype generiert. Aber es ist ein wichtiger Teil von Dutzenden von Dingen, die alle möglichen Dinge tun im Kryptoraum. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst bitte ein Like und Kommentar, um mich zu unterstützen und das Video zu pushen. Wenn ihr das Maximum an Profit rausholen wollt, langfristig in diesem Markt und richtig handeln wollt in allen Marktsituationen, mit täglichem Input, Tipps und meinen Handlungen, checkt meine Gruppen aus mit dem ersten Patreon-Link in meiner Videobeschreibung. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Videos und vergesst nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Meinungen, Recherchen, Analysen und Erfahrungen im Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung und ihr seid dazu verpflichtet, Selbstrecherche zu betreiben. Das war Kryptowährung News.